Und jetzt, wo wir einen kleinen Aufschwung sehen, wo wir sehen, dass wir aus dieser Krise herauswachsen, wo wir hoffen dürfen, dass das besser werden wird, da muss man eins aber auch sagen. Wenn wir 400 Milliarden Euro neue Schulden gemacht haben werden, am Ende des nächsten Jahres, um die Krise zu bekämpfen, dann ist das nicht der Zeitpunkt, wo Leute, die so viel verdienen wie ich, oder noch mehr verdienen wie jemand wie ich, wo solche Leute jetzt dringend eine Steuersenkung brauchen, was CDU, CSU und FDP vorschlagen. 30 Milliarden Euro Steuersenkung für Leute mit solchen Einkommen. Das ist nicht nur unfinanzierbar, das ist auch unmoralisch, liebe Freundinnen und Freunde.